Hallo ihr Lieben da draußen. Ja, ich möchte euch heute ein richtig cooles Album vorstellen. Und zwar, es ist von Marty McKay, Plandemic. Der gute Marty McKay war vor einiger Zeit, ist schon ein bisschen länger her, bei mir im Livestream. Er kommt aus der Schweiz, ist bekannt geworden mit dem Lied unter anderem Schwyz wach uf und hat in der Zeit der Corona-Pandemie ja, sehr viel Widerstand bewiesen und hat auch bewiesen, dass er sehr gute Songs schreiben kann. Er hat dieses Album produziert, hat einige Zeit dran gesessen und hat mich persönlich zu Weihnachten damit überrascht. Ich war einer der Ersten, die das Album in der Hand halten durfte und habe mich jetzt intensiv natürlich auch mit diesem Album beschäftigt und möchte euch da draußen einfach mal bitten, euch ein paar Minuten Zeit zu nehmen, hier zuzuhören, weil das ist echt ein Stück Zeitgeschichte, was ihr hier seht. Dieses Album hat unter anderem richtig geile Titel. Es ist auf Englisch. Es gibt so Songs drauf wie Plandemic, ist natürlich der Titel vom Album und natürlich auch der Song Nummer 1. Global House Arrest, ich meine, das brauche ich euch wahrscheinlich nicht übersetzen, den gab es wirklich, diesen Hausarrest, weltweit bewiesen und leider ist es ein Teil unserer Geschichte. Ja, dann gibt es unter anderem Voiceless Cries, Cold and Grey, Mainstream Media, Fair, Blood on Your Hands, Censorship, True Colors, V4Vaccine, ja, The Great Reset, Rise Up und viele mehr. Ich werde euch jetzt hier im Anhang natürlich ein paar Songs vorstellen. Ich werde euch den Titel einblenden mit ein kurzes Stück Musik Teil dazu und ihr könnt euch da eure eigene Meinung bilden. Ich habe mir einen Song rausgepickt, über den ich ganz kurz sprechen möchte, der heißt Censorship. Worum geht es natürlich in dem Lied? Wie ihr wisst, wir werden irgendwann alle einmal geboren. Und jeder Mensch von uns hat eigentlich eine Meinungsfreiheit, denn wir werden eigentlich frei geboren. Warum betone ich immer eigentlich? Ja, weil in der heutigen Zeit ist es eigentlich so, dass man ja froh sein darf, wenn man noch frei denken darf. Denn wir haben gesehen, dass in den letzten Jahren viele, viele Menschen zensiert worden sind, weggesperrt worden sind, mit einmal nicht mehr da waren, ja, mundtot gemacht worden sind, diffamiert worden sind, bestraft worden sind vom Regime, von der Polizei, wie auch immer. Es wurde versucht oder wird immer noch versucht, dass man Menschen ja, den Mund verbietet. Deswegen Censorship. Und auch mich hat es schon getroffen. Mundtot auf YouTube, Videos gesperrt, nur weil man die Wahrheit gezeigt hat. Ja, Facebook möchte mich auch nicht mehr sehen, bin ich ehrlich, brauche ich auch nicht in mein Leben. Es ist eh alles nur eine Blase, in der wir leben. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir hier draußen immer wieder Videos teilen und auch Berichte teilen von Wissenschaftlern, von Forschern, die gewisse Sachen schon belegen können, um euch da draußen die Augen zu öffnen, damit ihr seht, was hier eigentlich los ist. Und ich bin froh und dankbar, dass es Musiker gibt, wie den Marty McKay, der dieses geile Album rausgehauen hat, weil es ist tatsächlich ein Stück Zeitgeschichte. Und ich werde das euch mal ganz kurz aufklappen.
Das ist nämlich auch ein richtig cooles Innenleben. Es sieht so aus. Ihr seht, Moment, so sieht man es besser. Hier ein paar Plakate. Hier seht ihr natürlich einen QR-Code in der Hand. Und es ist ja schon bewiesen, dass es immer mehr in die Richtung geht, den Menschen zu lenken, kontrollieren. Ja, hier die berühmte Maske. Man sieht immer noch Menschen da draußen übrigens mit Maske rumlaufen. Ich verstehe es nicht, warum, wovor sie Angst haben. Aber es zeigt mir persönlich, dass diese Menschen nicht auf ihre innere Stimme hören. Ich weiß nicht, ob sie eine haben oder nicht. Es zeigt mir, wie ängstlich die Menschen da draußen sind. Und ich denke mir, es ist an der Zeit auch, dass die Menschen lernen, wieder an sich selbst zu glauben, sich selbst zu vertrauen und vor allen Dingen auf sich selbst zu hören und nicht auf irgendwelche anderen Menschen da draußen, die der Meinung sind, sie können über uns regieren oder herrschen. Ich finde es sehr gut, dass der Marty McKay dieses Album zustande gebracht hat. Ich werde euch hier in diesem Video unten rein alles anhängen, wo ihr das Album euch erwerben könnt. Unterstützt den Marty weiterhin. Er macht eine super fleißige Arbeit. Ich finde ihn top. Und es ist auch an der Zeit überhaupt, einmal Danke zu sagen an jeden Musiker, der seinen Mund aufmacht, der seine Stimme erhebt, der in den Texten schreibt, was die Wahrheit ist. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, dass die Musiker nicht aufhören, sondern dass sie stärker werden, dass sie wachsen, auch wenn sie irgendwo zensiert werden. Merkt euch eins, eure Lieder werden gehört, die Menschen da draußen sehnen sich nach solcher Musik. Und wir sind dankbar, ich rede jetzt persönlich auch von mir, ich bin dankbar, dass es solche Musiker wie dich, Marty McKay oder auch Bloody 32 und auch viele, viele mehr da draußen gibt, die es auf den Punkt bringen. Und macht weiter so, ich supporte euch super, super gern, macht eine Top-Arbeit und ihr habt es verdient, definitiv nach ganz oben zu kommen. Und ihr seid ein Teil unserer Geschichte. Ich bin mega, mega stolz, euch auch persönlich zu kennen und weil ihr seid einfach tolle Menschen. Bleibt so, wie ihr seid und kauft euch dieses Album von Marty McKay. Wie gesagt, Plandemic. Marty, beste Grüße in die Schweiz. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal dieses Jahr auf dem Kaffee. Und an die anderen da draußen. Bleibt standhaft und lasst es euch gut gehen. Also, ciao, eure Lilly. Hier im Anschluss jetzt übrigens die Beispielsongs, damit ihr mal reinhören könnt, wie sie klingen, die Lieder. Also, bis bald. Ciao. Which is loud and clear, but I don't know how much longer I can cower in fear.